Agatha Christies Die letzten Arbeiten des Hercule Poirot. Heute der Gürtel der Hippolyta. Eines führt zum anderen, wie Hercule Poirot ohne Anspruch auf Originalität so gerne sagt. Der beste Beweis dafür, fügte er hinzu, war der Fall des gestohlenen Rubens. Er hatte sich nie sehr für diesen Rubens interessiert. Erstens ist er kein Bewunderer von Rubens und zweitens waren die Umstände des Diebstahls sehr banal. Er übernahm den Fall, um seinen Freund Alexander Simpson gefällig zu sein und aus gewissen privaten Gründen, die nicht ohne Zusammenhang mit der griechischen Mythologie waren. Nach dem Diebstahl ließ Alexander Simpson Poirot kommen und schüttete ihm sein Herz aus. Der Rubens war eine Entdeckung jüngsten Datums, ein bis dahin unbekanntes Meisterwerk, aber seine Echtheit wurde nicht angezweifelt. Er war in der Galerie Simpsons ausgestellt gewesen und bei helllichtem Tag gestohlen worden. Es war zur Zeit, als die Arbeitslosen die Taktik verfolgten, sich an Straßenkreuzungen niederzulegen und ins Ritz einzudringen. Eine kleine Gruppe von ihnen war in der Galerie Simpson eingedrungen und hatte sich dort mit groß aufgemachten Schlagworten wie »Kunst ist Luxus«, »Nährt die Hungrigen« niedergelassen. Man hatte die Polizei geholt, die Neugierigen hatten sich in Scharen eingefunden, und erst nachdem die Demonstranten durch den Arm des Gesetzes mit Gewalt entfernt worden waren, bemerkte man, dass der Rubens sauber aus dem Rahmen geschnitten und ebenfalls entfernt worden war. »Es ist ein ganz kleines Bild, wissen Sie?« erklärte Mr. Simpson. »Ein Mann konnte es unter den Arm nehmen und sich damit fortmachen, während alles diese unglücklichen Idioten von Arbeitslosen anstarrte.« Die besagten Arbeitslosen, stellten sich heraus, waren für ihre unschuldige Rolle bei dem Raub bezahlt worden. Man hatte sie beauftragt, in der Galerie Simpson zu demonstrieren, aber sie hatten den wahren Grund erst nachträglich erfahren. Hercule Poirot fand den Trick nicht schlecht, sah aber nicht recht, was er in dem Fall Besonderes leisten sollte. Er wies darauf hin, dass man sich auf die Polizei verlassen könne, einen glatten Raub aufzudecken. Alexander Simpson sagte, »Hören Sie mich an, Poirot. Ich weiß, wer das Bild gestohlen hat und wo es hingeht.« Nach Ansicht des Besitzers der Galerie Simpson war das Bild von einer internationalen Verbrecherbande für einen bestimmten Millionär gestohlen worden, der keineswegs darüber erhaben war, Kunstwerke zu einem erstaunlich billigen Preis zu kaufen und keinerlei Fragen zu stellen. Der Rubens, meinte Simpson, würde nach Frankreich geschmuggelt werden, um dort in den Besitz des Millionärs überzugehen. Die englische und französische Polizei waren alarmiert worden, aber Simpson hatte kein allzu großes Vertrauen in sie. »Und wenn es einmal in den Besitz von diesem Kerl übergegangen ist, wird alles schwieriger sein. Reiche Leute müssen mit Respekt behandelt werden. Deshalb habe ich mich an Sie gewendet. Sie sind der Mann dafür.« Schließlich willigte Poirot, wenn auch ohne Begeisterung, ein, den Fall zu übernehmen und erklärte sich bereit, sich nach Frankreich zu begeben. Die Sache interessierte ihn nicht sonderlich, aber durch sie wurde ihm der Fall des vermissten Schulmädchens übergeben, der ihn dagegen sehr interessierte. Er hörte zuerst davon durch Oberinspektor Jab, der ihn gerade aufsuchte, als er seinen Diener für das gute Einpacken lobte. »Also«, sagte Jab, »Sie fahren nach Frankreich, nicht wahr?« »Mon cher, ihr seid in Scotland Yard unglaublich gut informiert«, giftete Poirot. Jab kicherte. »Wir haben unsere Spione. Simpson hat sie auf diese Rubens-Geschichte gehetzt. Er traut uns scheinbar nicht. Nun, das gehört nicht hierher.
aber ich will etwas ganz anderes von Ihnen. Da Sie ohne dies nach Paris fahren, könnten Sie zwei Fliegen auf einen Schlag töten? Detective Inspector Hearn ist drüben, um mit den Franzosen zusammenzuarbeiten. Sie kennen ihn doch. Ein anständiger Kerl, aber ohne Fantasie. Ich möchte Ihre Meinung über die Sache hören. Von welcher Sache sprechen Sie eigentlich? Ein Schulmädchen ist verschwunden. Es wird heute in den Abendblättern stehen. Sieht aus, als wäre es in die Finger eines Kidnappers geraten. Tochter eines Kanonikus von Grantchester. King heißt sie. Winnie King. Er fuhr mit der Geschichte fort. Winnie war auf dem Weg nach Paris gewesen, in Miss Popes exklusives Pensionat für junge Engländerinnen und Amerikanerinnen. Winnie war im Frühzug von Grantchester nach London gekommen. An der Station hatte sie ein Mitglied der älteren Schwesternvereinigung, die solche Aufgaben übernimmt, abgeholt und an den Victoria-Bahnhof gebracht und dort Miss Burshaw, Miss Popes Stellvertreterin, übergeben. Winnie hatte mit 18 anderen jungen Mädchen den Victoria-Bahnhof mit dem Zug nach Dover verlassen. 19 Mädchen hatten den Kanal überquert, den Zoll in Calais passiert, den Pariser Zug bestiegen und im Speisewagen gelanscht. Aber als Miss Burshaw in den Vororten von Paris die Häupter ihrer Schutzbefohlenen zählte, entdeckte man, dass nur 18 Mädchen da waren. »Aha«, Poirot nickte, »ist der Zug irgendwo stehen geblieben?« »In Amiens. Aber um diese Zeit waren die Mädchen im Speisewagen, und sie erklärten einstimmig, dass Winnie damals noch mit ihnen war. Sie haben sie sozusagen auf dem Rückweg in ihre Abteile verloren. Das heißt, sie kam nicht mit den anderen 5 in ihr eigenes Abteil zurück. Die Mädchen dachten nicht, dass das etwas zu bedeuten habe. Sie dachten einfach, dass sie in einem der übrigen reservierten Abteile sei. Poirot nickte. »Wann genau wurde sie das letzte Mal gesehen?« »Ungefähr 10 Minuten, nachdem der Zug Amiens verlassen hatte.« Jeb hüstelte diskret. »Sie wurde das letzte Mal gesehen, als sie in die Toilette ging.« Poirot murmelte. »Sehr natürlich.« Er fuhr fort. »Ist das alles?« »Nein, noch etwas.« Jeb machte ein grimmiges Gesicht. »Ihr Hut wurde neben dem Gleis gefunden, ungefähr 20 Kilometer von Amiens entfernt.« »Aber keine Leiche?« »Keine Leiche.« »Was ist Ihre Ansicht?« fragte Poirot. »Schwer, sich ein Bild zu machen. Da man keine Spur ihrer Leiche gefunden hat, kann sie nicht aus dem Zug gefallen sein.« »Hat der Zug denn überhaupt noch einmal gehalten, nachdem er Amiens verlassen hatte?« »Nein, er hat einmal das Tempo verlangsamt, wegen eines Signals. Aber er blieb nicht stehen, und ich zweifle, dass er das Tempo genug verlangsamt hatte, damit jemand abspringen konnte, ohne sich schwer zu verletzen. Sie glauben vielleicht, dass das Kind Angst bekommen und versucht hat, fortzulaufen? Es war ihr erstes Semester, und sie hatte vielleicht Heimweh. Das kann stimmen, aber immerhin ist sie 15,5, ein vernünftiges Alter, und sie war während der ganzen Fahrt heiter und hatte munter drauf losgeschwätzt und so weiter.« »Hat man den Zug durchsucht?« »Ja, man hat ihn gründlich perlustriert, als er in die Gare du Nord einfuhr. Das Mädchen war nicht im Zug, das steht fest.« Jeb fügte erbittert hinzu, »sie ist einfach verschwunden. Sie hat sich in die leere Luft verflüchtigt. Es
geht über meinen Verstand, Monsieur Poirot. Es ist toll. Was für ein Mädchen war sie? Ein ganz gewöhnlicher, normaler Typus, soviel ich weiß. Ich meine, wie sah sie aus? Ich habe eine Amateuraufnahme von ihr hier. Sie ist nicht gerade eine blühende Schönheit. Er reichte die Aufnahme Poirot, der sie schweigend studierte. Sie stellte ein hochaufgeschossenes Mädchen mit zwei Hängezöpfen dar. Es war kein gestelltes Bild und offenbar ohne Wissen der Dargestellten aufgenommen. Sie aß gerade einen Apfel, ihre Lippen waren halb geöffnet und ließen leicht hervorstehende Zähne sehen, die von einem Regulierungsapparat umspannt waren. Sie trug eine Brille. Jeb sagte, »Ein hässliches Kind, aber es ist das undankbarste Alter. Ich war gestern bei meinem Zahnarzt und sah im Sketch ein Bild von Martha Gaunt, der diesjährigen Ballschönheit. Ich kann mich an sie mit 15 Jahren erinnern, als ich wegen der Einbruchsgeschichte auf dem Schloss war. Miserabler Teint, linkisch, mit hervorstehenden Zähnen und straffem, ungepflegtem Haar. Und über Nacht werden sie Schönheiten. Ich weiß nicht, wie sie es anstellen. Es ist ein Wunder.« Poirot lächelte. »Die Frauen«, meinte er, »sind ein Geschlecht der Wunder, wie an die Hand gehen? Was sagt die Familie der Kleinen? Kann sie uns irgendwie an die Hand gehen?« Jeb schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Die Mutter ist leidend. Der arme alte Canonicus King ist wie vor den Kopf geschlagen. Er schwört, dass sie entzückt war, nach Paris zu gehen, dass sie sich die ganze Zeit darauf gefreut hatte. Sie wollte Malerei und Musik studieren, all das Zeug. Miss Popes Pensionärinnen sind alle äußerst kunstbeflissen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Miss Popes Institut sehr bekannt. Eine Menge junger Mädchen geht hin. Sie ist streng, der richtige Drache. Die Pension sehr teuer und sehr exklusiv.« Poirot seufzte. »Ich kenne den Typus. Und Miss Bourchon, die Mädchen von England hinüberbrachte?« »Sie ist kein Geisteskind. In Todesangst, dass Miss Pope ihr die Schuld geben wird.« Poirot fragte nachdenklich, »Kein junger Mann in der Geschichte?« Jeb wies auf die Fotografie. »Sieht sie so aus?« »Nein, das nicht. Aber trotz ihres Äußeren kann sie ein romantisches Gemüt haben. 15 ist nicht so jung.« »Nun«, sagte Jeb, »wenn ihr romantisches Gemüt sie von dem Zug weggezaubert hat, fange ich an, Romane für Frauen zu lesen.« Er blickte erwartungsvoll auf Poirot. »Haben Sie keine Idee, wie...« Poirot schüttelte langsam den Kopf. »Hat man nicht vielleicht auch Ihre Schuhe neben dem Gleise gefunden?« »Schuhe? Nein. Warum Schuhe?« Poirot murmelte. »Nur so ein Gedanke.« Hercule Poirot wollte gerade zu seinem Taxi hinuntergehen, als das Telefon klingelte. Er nahm den Hörer ab. »Ja?« Jeb war am Apparat. »Gut, dass ich Sie noch erwische. Es ist alles abgeblasen. Als ich nach Scotland Yard zurückkam, war eine Botschaft da. Das Mädel ist aufgetaucht. Neben der Hauptstraße, 30 Kilometer von Amiens entfernt. Sie ist ganz verwirrt und man kann nichts Zusammenhängendes aus ihr herauskriegen. Der Doktor sagt, man hat ihr etwas eingegeben, aber sonst fehlt nichts.« Poirot sagte langsam, »Also brauchen Sie meine Dienste nicht?« »Leider nein. Bedauere unendlich, Sie gestört zu haben, Sir.
Chap lachte über seinen Scherz und hängte auf. Hercule Poirot lachte nicht. Er legte den Hörer auf die Gabel. Sein Gesicht war besorgt. Detective Inspector Hearn sah Poirot interessiert an. »Ich wusste nicht, dass Sie sich der Sache so annehmen würden, Sir«, Poirot erklärte. »Hat aber Inspektor Japp Sie verständigt, dass ich mich eventuell mit Ihnen über die Sache beraten würde?« Hearn nickte. »Er sagte, dass Sie in einer anderen Angelegenheit herüberkommen und uns bei der Lösung dieses Rätsels an die Hand gehen würden. Aber ich hatte Sie nicht erwartet. Jetzt, wo alles aufgeklärt ist, ich dachte, Sie würden mit Ihrer eigenen Angelegenheit vollauf beschäftigt sein.« »Meine eigene Angelegenheit kann warten«, winkte Poirot ab. »Diese Sache interessiert mich. Sie nennen es ein Rätsel und sagen, dass sie jetzt aufgeklärt ist. Aber mir scheint, das Rätsel ist noch keineswegs gelöst.« »Nun, Sir, das Kind ist heil wieder da. Das ist die Hauptsache.« »Aber es löst das Rätsel nicht, wieso es zurückgekommen ist, nicht wahr? Was sagt sie selbst? Sie wurde doch von einem Arzt untersucht, nicht wahr? Was sagt er?« »Er sagt, dass man sie betäubt hat. Sie war noch ganz benebelt davon. Anscheinend kann sie sich kaum an etwas erinnern, seitdem sie von Grantchester abgereist ist. Alle späteren Ereignisse sind wie ausgelöscht. Der Arzt meint, dass sie vielleicht eine kleine Gehirnerschütterung hatte. Sie hat eine Quetschung am Hinterkopf. Das kann die Gedächtnislücke erklären.« »Was irgendjemandem sehr gelegen kommt«, ergänzt Poirot. »Sie glauben doch nicht, dass sie Komödie spielt, Sir.« »Glauben Sie es?« »Nein, durchaus nicht. Sie ist ein liebes Kind, ein bisschen kindisch für ihr Alter.« »Nein, nein, sie simuliert nicht.« Poirot schüttelte den Kopf. »Aber ich möchte wissen, wie sie aus dem Zug herausgekommen ist. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist und warum es geschah.« »Was das Warum betrifft, Sir, so möchte ich sagen, dass es ein Versuch war, das Mädchen zu entführen. Sie wollten ein Lösegeld für sie erpressen.« »Aber Sie haben es nicht gemacht.« »Sie haben bei dem Zetergeschrei die Nerven verloren und sie schnell neben dem Gleis ausgesetzt?« Poirot fragte skeptisch. »Und welches Lösegeld konnten Sie von einem Kanonikus der Kathedrale von Grantchester erwarten? Englische Prälaten sind keine Millionäre.« Detective Inspector Hearn sagte munter: »Meiner Meinung nach haben die Leute die ganze Sache verpfuscht, Sir.« »Ah, also das ist Ihre Meinung?« Hearn bekam einen roten Kopf. »Und was meinen Sie, Sir?« »Ich möchte wissen, wie man sie aus dem Zug herausgeschmuggelt hat.« Das Gesicht des Polizeibeamten verdüsterte sich. »Das ist wirklich ein Rätsel. Eine Minute ist sie noch da und plaudert mit den anderen Mädchen im Speisewagen, und 5 Minuten darauf ist sie verschwunden. Hast du's nicht gesehen? Wie bei einem Zauberkunststück.« »Eben, wie bei einem Zauberkunststück. Wer war noch in dem Wagen, in dem sich Miss Popes reservierte Abteile befanden?« Inspektor Hearn nickte. »Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Sir. Besonders wichtig, weil es der letzte Wagen war und kaum alle Leute vom Speisewagen zurückgekommen waren, da die Verbindungstüren zu den anderen Wagen versperrt wurden, um die Leute zu behindern, zum Speisewagen zu drängen, um Tee zu verlangen, ehe man Zeit gehabt hatte, den Lunch abzuservieren. Winnie King kam mit den anderen zurück. Die Schule hatte 3 Abteile reserviert.« »Und in den anderen Abteilen des Wagens?« Hearn zog sein Notizbuch hervor. »Miss Jordan und Miss Butters, 2 alte Jungfern, die in die Schweiz reisten.
Nichts Verdächtiges an ihnen, äußerst achtbar. In Hampshire, wo sie herstammen, sehr gut bekannt. Zwei französische Handelsreisende, einer aus Lyon, einer aus Paris. Beides achtbare ältere Leute. Ein junger Mann, James Elliot, mit seiner Frau. Übrigens ein Prachtweib. Er hat einen schlechten Ruf. Die Polizei verdächtigt ihn, in fragwürdige Transaktionen verwickelt zu sein, hat aber nie etwas mit Kidnappern zu tun gehabt. Immerhin wurde sein Abteil durchsucht, aber es war nichts in seinem Handgepäck, woraus man schließen könnte, dass er in die Sache verwickelt war. Ich sehe auch nicht ein, wieso er es gewesen sein sollte. Die einzige andere Person war eine amerikanische Dame, eine Miss Snyder, die nach Paris fuhr. Über sie ist nichts bekannt. Sieht tadellos aus. Das sind alle. Hercule Poirot forschte weiter. Und es ist ganz sicher, dass der Zug nicht stehen blieb, nachdem er Amiens verlassen hatte? Absolut. Er verlangsamte das Tempo, aber nicht genug, um ein Abspringen, ohne sich schwer zu verletzen, möglich zu machen. Hercule Poirot murmelte. »Das ist ja das Interessante an dem Problem. Das Schulmädchen verschwindet plötzlich knapp außerhalb Amiens in das Nichts und taucht knapp außerhalb Amiens aus dem Nichts wieder auf. Wo war sie in der Zwischenzeit?« Inspektor Hearn schüttelte den Kopf. »So dargestellt klingt es vollkommen verrückt. Oh, übrigens hat man mir gesagt, dass Sie irgendetwas wegen Schuhen gefragt haben. Sie hatte ihre Schuhe an, als sie aufgefunden wurde, aber es waren tatsächlich ein paar Schuhe auf dem Geleise. Ein Weichensteller hat sie gefunden und mit sich nach Hause genommen, weil sie in gutem Zustand waren. Feste, schwarze Laufschuhe.« »Ah«, sagte Poirot. Er sah erfreut rein. Inspektor Hearn fragte neugierig, »Ich verstehe nicht, was Sie mit den Schuhen meinen, Sir. Bedeuten Sie etwas?« »Sie bestätigen eine Theorie«, erwiderte Hercule Poirot. »Eine Theorie, wie das Zauberkunststück gemacht wurde.« Miss Popes Institut lag, wie viele solche Institute, in Neuilly. Während Hercule Poirot an seiner ehrbaren Fassade emporblickte, wurde er plötzlich von einer Schar junger Mädchen umringt, die aus dem Tor strömten. Er zählte ihrer 25, alle gleich gekleidet, in dunkelblaue Kostüme mit schlecht sitzenden britischen Hüten aus dunkelblauem Velour mit dunkelrot-goldenen Bändern, dem Abzeichen von Miss Popes Schule. Sie waren im Alter von 14 bis 18, dick und dünn, blond und braun, graziös und ungraziös. Als letzte kam mit einem der jüngeren Mädchen ein grauhaariges, nervös aussehendes Fräulein dahergetrippelt, von der Poirot annahm, dass es Miss Burshaw sei. Miss Lavinia Pope war ein ganz anderer Typus als ihre Stellvertreterin Miss Burshaw. Miss Pope war eine Persönlichkeit. Miss Pope war ehrfurchtsgebietend, auch wenn sie sich herabließ, mit Eltern liebenswürdig zu sein, trug sie immer jene deutliche Überlegenheit zur Schau, die für eine Institutsvorsteherin ein so wichtiges Aktivum ist. Ihr graues Haar war elegant frisiert, ihr Kostüm war streng geschnitten, aber schick. Sie war allgewaltig und allwissend. Das Zimmer, in welchem sie Poirot empfing, war das Zimmer einer kultivierten Dame. Es war geschmackvoll möbliert, Blumen standen auf den Tischen, sowie gerahmte und signierte Fotografien von Schülerinnen, die in der Welt eine Rolle spielten. Viele trugen die Toiletten, in denen sie bei Hof vorgestellt wurden. An den Wänden hingen Reproduktionen von Meisterwerken der Malerei und einige gute Aquarelle. Der ganze Raum glänzte von Sauberkeit. Man spürte, dass kein Stäubchen es gewagt hätte, sich in einem solchen Heiligtum niederzulassen.
Miss Pope empfing Poirot mit der Sicherheit einer Frau, deren Urteil selten fehlgeht. »Monsieur Hercule Poirot? Ich kenne Sie natürlich dem Namen nach. Ich vermute, Sie kommen wegen dieser unseligen Affäre mit Winnie King. Ein höchst unglücklicher Vorfall.« Miss Pope sah aber keineswegs unglücklich aus. Sie nahm Missgeschick, wie man es nehmen soll, und behandelte es so richtig, dass es seine Bedeutung verlor. »So etwas«, sagte Miss Pope, »ist noch nie vorgekommen und wird nie wieder vorkommen«, schien ihre Haltung anzudeuten. Hercule Poirot fragte, »Es wäre Winnie Kings erstes Semester hier gewesen, nicht wahr?« »Ja.« »Hatten Sie eine vorhergehende Besprechung mit Winnie und Ihren Eltern?« »Nicht neuerdings. Vor 2 Jahren war ich in der Nähe von Grantchester. Ich war zu Gast beim Bischof.« Miss Popes Miene schien zu sagen, »Achtung bitte, ich gehöre zu den Leuten, die mit Bischöfen verkehren.« »Und während ich dort war, lernte ich den Kanonikus und Miss King kennen. Miss King, die Arme ist leidend. Ich traf auch Winnie, ein sehr wohlerzogenes Mädchen mit einem ausgesprochenen Kunstsinn. Ich sagte Mrs. King, dass ich Winnie nach ihrer Schulzeit in 1 bis 2 Jahren mit Freunden aufnehmen würde. Wir spezialisieren uns hier auf Kunst und Musik, Monsieur Poirot. Die jungen Mädchen werden in die Oper, in die Comédie Française geführt. Sie hören Vorträge im Louvre. Die besten Lehrkräfte kommen hierher, um sie in Musik, Gesang und Malerei zu unterrichten. Unser Ziel ist Allgemeinbildung. Miss Pope erinnerte sich plötzlich, dass Poirot kein Elternpaar war, und fügte unvermittelt hinzu, »Womit kann ich Ihnen dienen, Monsieur Poirot?« »Ich möchte gerne wissen, wie die Angelegenheit mit Winnie momentan steht.« »Kanonikus King ist nach Amiens gekommen und nimmt Winnie wieder nach Hause zurück. Es ist das Klügste, was er tun kann, nach dem Schock, den das Kind erlitten hatte.« Hercule Poirot fragte rundweg, »Was ist Ihrer Meinung nach tatsächlich geschehen, Miss Pope?« »Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Monsieur Poirot. Die ganze Sache, wie sie mir berichtet wurde, klingt völlig unglaubhaft. Ich bin nicht der Ansicht, dass das Mitglied meines Lehrkörpers, unter dessen Aufsicht die Mädchen waren, in irgendeiner Weise zu tadeln ist, außer dass sie die Abwesenheit der Kleinen hätten früher bemerken können.« Poirot forschte weiter. »Hat sie jemand von der Polizei aufgesucht?« Ein leichter Schauer ging durch Miss Popes aristokratische Gestalt. Sie sagte eisig, »Ein Monsieur Lafarge von der Präfektur suchte mich auf, um zu sehen, ob ich irgendein Licht in die Sache bringen könnte. Das konnte ich natürlich nicht. Dann wollte er Winnies Koffer inspizieren, der natürlich mit dem Gepäck der anderen Mädchen hier angekommen war. Ich sagte ihm, dass er schon von einem anderen Polizeibeamten abgeholt worden sei. Ich vermute, dass die Abteilungen ineinander übergreifen. Ich bekam kurz darauf einen Telefonanruf mit der Anschuldigung, ich hätte nicht sämtliche Effekten von Winnie übergeben. Darauf habe ich äußerst kurz geantwortet. Man darf sich von den Behörden nicht einschüchtern lassen.« Poirot atmete tief auf. »Sie sind sehr temperamentvoll, Mademoiselle. Ich bewundere Sie. Ich vermute, dass Winnies Gepäck bei der Ankunft ausgepackt worden war.« Miss Pope blickte ein wenig verdutzt drein. »Das ist bei uns die Regel«, erklärte sie. »Bei uns geht alles streng nach Regeln. Die Koffer der Mädchen werden bei der Ankunft ausgepackt und ihre Sachen so eingeräumt, wie ich es wünsche. Winnies Sachen wurden mit denen der anderen Mädchen ausgepackt. Natürlich wurden sie nachher wieder eingepackt, sodass ihr Koffer genauso übergeben wurde, wie er angekommen war.« »Genau so?« wiederholte Poirot.
Er ging zur Wand hinüber. »Das ist doch ein Bild der berühmten Grantchester Bridge mit der Kathedrale im Hintergrund.« »Ganz richtig, Monsieur Poirot. Winnie hat es offenbar gemalt, um es mir als Überraschung mitzubringen. Es war in Papier eingewickelt, in ihrem Koffer mit der Aufschrift »Für Miss Pope von Winnie«. Sehr lieb von der Kleinen.« »Ah«, sagte Poirot. »Und was halten Sie davon als Malerei?« Er selbst hatte schon viele Bilder der Grantchester Bridge gesehen. Es war ein Sujet, das alljährlich in der Akademie figurierte, manchmal als Ölgemälde, manchmal als Aquarell. Er hatte es gut, mittelmäßig, uninteressant gemalt gesehen, aber er hatte es noch nie ganz so stümperhaft hingekleckst gesehen wie in diesem Fall. Miss Pope lächelte nachsichtig. »Man darf die jungen Mädchen nicht entmutigen, Monsieur Poirot. Winnie wird hier natürlich angehalten, Besseres zu leisten.« Poirot sagte nachdenklich. »Es wäre für sie doch naheliegender gewesen, es in Aquarell zu malen, nicht wahr?« »Ja, ich wusste nicht, dass sie angefangen hat, in Öl zu malen.« »Ah«, murmelte Hercule Poirot. »Sie gestatten, Mademoiselle?« Er nahm das Bild von der Wand, trug es zum Fenster und prüfte es. Dann blickte er auf. »Ich ersuche Sie, Mademoiselle, mir dieses Bild zu geben.« »Wirklich, Monsieur Poirot? Sie können nicht behaupten, sehr daran zu hängen. Es ist miserabel gemalt.« »Oh, es hat keinen künstlerischen Wert, das gebe ich zu. Aber es ist das Werk einer Schülerin. Und ich versichere Ihnen, Mademoiselle, dass es ein sehr ungeeignetes Bild ist, um hier in diesem Salon zu hängen.« »Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können, Monsieur Poirot.« »Ich werde es Ihnen sofort beweisen.« Er zog ein Fläschchen, einen Schwamm und einen Lappen aus der Tasche. »Erst werde ich Ihnen eine Geschichte erzählen, Mademoiselle. Sie erinnert an die Geschichte von dem hässlichen Entlein, aus dem ein Schwan wurde.« Er arbeitete eifrig, während er sprach. Terpentingeruch erfüllte den Raum. »Sie gehen wohl nicht oft in Revue?« »Nein, wirklich nicht. Ich finde sie so trivial.« »Trivial gewiss, aber zuweilen lehrreich. Ich habe neulich in einer Revue eine glänzende Verwandlungskünstlerin gesehen. Zuerst erscheint sie als Kabarettstar, bezaubernd, voller Sexappeal. 10 Minuten darauf ist sie ein schwächliches, unentwickeltes Kind in einem Turnanzug mit Polypen in der Nase. Wieder 10 Minuten später ist es eine alte, zerlumpte Zigeunerin, die am Straßenrand wahrsagt.« »Möglich, aber ich sehe nicht. Aber ich zeige Ihnen doch, wie das Zauberkunststück im Zug gemacht wurde. Wenn ihr das Schulmädchen mit den blonden Zöpfen und ihrer entstellenden Zahnregulierungsmaschine geht in die Toilette. Sie kommt eine Viertelstunde später als Prachtweib heraus, um Detektiv Hearn zu zitieren. Auch sagte Seidenstrümpfe, Schuhe mit hohen Absätzen, ein Nerzmantel, um die Pensionatskleidung zu verdecken, ein Eckchen Samt, Hut genannt auf ihren Locken und ein Gesicht, oh ja, ein neues Gesicht, Rouge, Puder, Lippenstift, Mascara. Wie sieht das Gesicht jener Verwandlungskünstlerin in Wirklichkeit aus? Das weiß vermutlich nur der liebe Gott. Aber Sie selbst, Mademoiselle, haben gewiss oft genug gesehen, wie sich ein linkisches Schulmädchen wie durch ein Wunder in eine reizende Debutante verwandelt.« Miss Pope keuchte.
Wollen Sie sagen, dass Winnie sich selbst verkleidete als... Nicht Winnie King, nein. Winnie wurde auf dem Weg durch London entführt. Unsere Verwandlungskünstlerin nahm ihren Platz ein. Miss Berkshire hat Winnie King nie gesehen. Wie sollte sie wissen, das Schulmädchen mit Hängezöpfen und dem Zahnregulierungsapparat nicht Winnie King war? Soweit wäre die Sache geglückt, aber die Betrügerin konnte es nicht wagen, tatsächlich hier anzukommen, da sie ja die wirkliche Winnie kannten. So verschwindet Winnie in die Toilette und kommt 1, 2, 3 als Frau eines gewissen Jim Elliot wieder heraus, in dessen Pass eine Ehefrau eingetragen ist. Die blonden Zöpfe, der Zahnregulierungsapparat, die Zwirnstrümpfe, die Brillen, all das nimmt nicht viel Raum ein. Aber die schweren, plumpen Schuhe und der Hut, dieser unförmige britische Hut, mussten verschwinden. Sie fliegen aus dem Fenster. Später wird die wirkliche Winnie über den Kanal gebracht. Niemand sucht nach einem kranken, halbbetäubten Kind, das von England nach Frankreich gebracht wird und wird ruhig von einem Auto neben der Hauptstrecke abgesetzt. Wenn sie die ganze Zeit Scopolamin bekommen hat, wird sie sich kaum erinnern, was vorgefallen ist. Miss Pope starrte Poirot entgeistert an. Aber warum? Was war der Grund für dieses sinnlosen Maskeraden? Poirot sagte ernst: Winnies Gepäck. Diese Leute wollten etwas von England nach Frankreich schmuggeln. Etwas, wonach jeder Zollbeamte fahndete. Gestohlenes Gut. Aber welcher Ort ist sicherer als der Koffer eines Schulmädchens? Sie sind sehr bekannt, Miss Pope. Ihr Pensionat ist mit Recht berühmt. Auf der Gare du Nord lässt man die Koffer der Mademoiselle Le Petit Pensionnaire ungeöffnet passieren. Es ist Miss Popes wohlbekannte englische Schule. Und dann, nach dem Raub, was ist natürlicher, als dass man das Gepäck des Mädchens abholen lässt? Angeblich von der Präfektur. Hercule Poirot lächelte. Aber zum Glück forderte die Schulregel, dass die Koffer bei der Ankunft ausgepackt werden, mit einem Geschenk für sie von Winnie. Aber nicht mit dem gleichen Geschenk, das Winnie in Grantchester eingepackt hat. Er kam auf sie zu. Sie haben mir dieses Bild gegeben. Sehen Sie es jetzt an und geben Sie zu, dass es für Ihre exklusive Schule ungeeignet ist. Er hielt ihr die Leinwand hin. Wie durch einen Zauber war die Grantchester Bridge verschwunden. An ihrer Stelle sah man eine Szene aus der Antike in reichen, wundervollen Farben. Poirot sagte sanft: Der Gürtel der Hippolyta? Hippolyta gibt ihren Gürtel Herkules, von Rubens gemalt. Ein großes Kunstwerk, mais tout de même, nicht ganz passend für ihren Salon. Miss Pope errötete leicht. Hippolytas Hand lag auf ihrem Gürtel. Sie hatte sonst nichts an. Herkules hatte ein Löwenfell leicht über die Schulter geworfen. Die Rubenschen Fleischtöne sind üppig und wollüstig. Miss Pope hatte ihre Haltung wiedergewonnen. Ein großes Kunstwerk. Aber, wie Sie sagen, muss man schließlich auf die Eltern Rücksicht nehmen. Manche sind eher kleinlich, wenn Sie mich verstehen. Der Angriff erfolgte gerade, als Poirot das Haus verließ. Er wurde von einer Schar Mädchen, dick und dünn, blond und braun umringt, eingekreist, überwältigt. »Mon Dieu«, flüsterte er, »das ist tatsächlich der Angriff der Amazonen.« Ein großes, blondes Mädchen rief: »Es hat sich ein Gerücht verbreitet.«
Sie drängten näher heran, Poirot war umzingelt und verschwand in einer Woge junger, kräftlicher Weiblichkeit. 25 Stimmen erhoben sich in verschiedenen Tonarten, aber alle äußerten die gleichen, denkwürdigen Worte. »Monsieur Poirot, Sie müssen sich in meinem Autogrammbuch einschreiben?«